So, hallo und herzlich willkommen hier gegen die Wolves in der Premier League. Englische Liga steht an. Als erste Liga, die ich hier spielen möchte. Wie gesagt, das Format ist immer eine Saison in einer Liga, um euch möglichst viele Ligen zu präsentieren. Und mal schauen, wie lange ich dieses Format durchhalte. Vielleicht kann man ja dann einmal ein Liga-Sieger-Turnier machen. Oder so irgendwie. Keine Ahnung noch. Ja. Es gibt viele spannende Ligen. Viele auch kleine Ligen, die ich mal spielen möchte. Wow. Welche Liga als nächstes ansteht, kann ich euch noch nicht sagen. Da bin ich noch im Überlegen. Ich möchte immer so ein bisschen abwechselnd machen. Wenn es geht, ein bisschen eine größere Liga, dann eine normale oder kleine Liga. Aber dadurch, dass es nicht so viele größere gibt, werden wir schauen, wie wir dieses Format hier machen. Wow, schön. Was? Das war abseits. Oh ja. Oh ja. Ach so, kann man natürlich hier gutes Scouting machen, einer einzelnen Mannschaft immer. Boah. Gebiete, Alter. Herrlich! 1-0. Das haben wir einmal so gespielt, dass er nicht im Abseits steht. Das war auch wunderschön. Jakschi ganz weit nach außen, gerade noch rüber und Welbeck nimmt Volley den Ball. Zieht in die Ecke für sein sechstes Premier League Tor, wie wir hier sehen. Oder. Ei, ei, ei. Ausgleich. Der Torwart war noch dran, aber Raúl Jiménez, sein achtes Tor.
Zum Ausgleich. Hier seht ihr es, Wolves gegen Brighton. 1:1. Oder? Ja. Werde zum Held. Werde zum Held. Gut übernommen, aber. Der Tempo, die fallen immer. Ja, Welbeck gibt ab, weil zu seinem Bedrängnis auf Tau und der macht das 1:2. Wobei da war er nicht mehr ein Bedrängnis, aber wurscht. Hat gesehen, dass Tau frei steht. Auch schon sein drittes. Ja, gutes Match bisher. Hin und her, Wolves hat gleich zurückgeschlagen mit der Antwort. Aber Brighton ist erneut in Führung gegangen. Lallana, viel Platz hier, Lallana. 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 Wurde dann im letzten Moment gestoppt. Und ciao. Ja, Tau wieder. Oh. Wurde hier gestört. Ah, schade.
Ja, schön aber aufgebaut hier. Da in der Folge ist eine Ecke. Dank. Alter. Lassen wir da mal zwei neue Kräfte ran. Connolly, schön. 1 zu 3, der Cat ist in der Sack, würde ich sagen. Schön gemacht. Kommt ihr noch zum Schuss? Ja, mach mal. Gib mir am Spielzeit ein bisschen. Hält ihr den Fuß hin? Schön gemacht. Hoppala. Boah. So, ich würde sagen, das war's dann. Man gewinnt hier 1 zu 3 dank einer sehr guten Vorstellung, auch in der zweiten Hälfte. Tau, Whaleback. Und auch der neue junge Mann, dem man sporadisch Einsatzzeit gibt.
Machen hier die Tore. So. Schauen wir mal. Du hast mehr Verteidigung. Machen wir das so. Lamptey, sehr in Ordnung gespielt. Connolly, sehr in Ordnung gespielt. So, jetzt geht es aber hier gegen den FC Arsenal. Antwerp, die sicherlich auch keine leichten Gegner sind. Denen man auch nicht viel Raum geben darf. Ja, schön. Welbeck hat gewusst, da kommt er nicht mehr durch. Drum zieht er mal aus der zweiten Reihe ab. Und immerhin schaut ein Eckball raus. Jakschi. Aubameyang konnte nicht gestoppt werden. Martinelli, aber jetzt gut hier dazwischen gefahren. Sehr guter Einsatz. Oh, gut verlängert. Tau zum 1:0. Etwas glücklich, aber das gehört hier dazu. Eingeleitet hat es der Rechtsverteidiger. Es war nichts.
War der schnell. Arsenal drückt. Geh bitte, Alter, habt ihr das auf ihn abgesehen oder was? Und ciao, 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 Alter. Alter. So oft, wie der mich legt. Lasst mal Betis mehr ran. Substitution for Brighton and Hove Albion. Coming off the pitch, number 18, Danny Welbeck. Coming onto the pitch, number 9, Neil Maupay. Ja, dürfte da ein bisschen drüber gefahren sein. Oh. Alter. Arsenal drückt hier gewaltig.
Gut, gelbe Karte, Dank. Und Dank. Keiner da, keiner da. Tau. Ist doch noch irgendwie zum Ball gekommen. Ui, 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 ui. Habe ich mir fast gedacht. Alter, nicht wegschießen können jetzt. Goli, Goli. Backer ins Gesicht. Yes, man gewinnt hier gegen Arsenal mit einem etwas glücklichen, aber doch schön hinausgespielten Tor. Weiß nicht, ob wir es hier nochmal in voller Länge sehen, ausnahmsweise. Hier ist einmal eine Ecke. Ich möchte nur noch, ob man die ganze Entstehung des Tors sieht. Nein, sieht man nicht. Dennoch schön gespielt hier. Ja, dieses Tor reicht hier für einen Sieg gegen Arsenal. Wie es weitergeht, seht ihr in den nächsten Matches. Also macht es bis dahin gut. Ich bin euer Fangamer, macht es wie gesagt gut. Ciao und Baba.